So, dann. Häusle bauen. Schafe, Schafe, Häusle bauen. Mhm. Das ist jetzt so ein Sprichwort, da wo die Chrissy herkommt. Ich dachte, das wäre eine Schwäbin. Hört sich eher schwäbisch an, genau. Das ist eine Badin. Ich weiß noch nicht, was was ist. Die läuft den ganzen Tag mit einer Laute durch die Gegend und singt Lieder. Genau. Ich weiß nur, dass da wo Chrissy herkommt, komisch gesprochen wird. Badisch, würde ich sagen. Nee, komisch. Ah, jetzt kann ich ja hier auch Häuser flanschen. Ach guck mal, jetzt versorgst du mich aber super hier mit Gewürzen. Ja, kriegst du genug da? Mhm. Du kriegst doch nie genug. Warum krieg ich keine? Ja, kannst du welche holen. Ja, ich hab eine Handelsroute eingebaut. Ich mein, er bezahlt ja auch dafür. Ist jetzt nicht so, dass ich sie ihm schenke. Wo ich auch echt immer noch nicht weiß, ob das geht. Was geschenkt. Schlafplatz hätte ich dir geschenkt mal, aber da habe ich mir doch gedacht, nehme ich 20 Euro für. Fertiggestellt. Hä? Ich habe ein Schiff gebaut. Ah, vielleicht die Kirche hinstelle? Nimm mein Schiff, Olli Kahn. Ach nee, ey. Ist ja quasi, das Ding hin? Ist ja quasi fast dann die Titanic, verstehst du? Was? Naja, weil Olli Kahn der Titan ist. Ach so. Alter, oh yeah. Wattengecke. Der war halt hart um die Ecke gedacht. Ja, Bomber, Alter, Bomber. Ja, wie denn, die brauchen. Ach so. Keine Straße hier. Oh. Ja, jetzt brauchen sie nur noch eine Kneipe, die jungen Männer hier. Euch nur noch einen Stein und dann kann ich eine Kneipe bauen. Einen Stein noch, fertig. Zack. Stein auf Stein, die Kneipe wird bald fertig sein. Stein auf Stein, mauere ich dich ein oder wie das? Was hast du gesagt? Wenn ich, wenn ich zum Markt gehe. Wie groß ist dann die Kneipe? Knipp. Robberschknipp. Robberschknipp heißt das, Junge. Hab ich doch gesagt. Du hast Robbersknipp gesagt. Robbersch, hab ich gesagt. Han ich gesagt. Hast du. So, kriegt man das dann hier mal ins Positive? Noch nicht, schade. Auch hier nicht noch mehr Verlustinseln. Ich verliere hart Geld die ganze Zeit. Obwohl ich eine positive Bilanz habe. Ich gebe irgendwie einfach zu viel aus. Ich nicht. Ich habe plus 350. Aber ich habe nur noch 2000 Golddinger. So, jetzt ist alles erfüllt, jetzt werden sie auch bald Patrizia. Oh, hier kann man Bienen anbauen. Ja, bei mir auch, auf dem Eiland. Kannst du knabbern. Bienchen. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisation. Boah, Patrizia sind in meine Stadt gezogen. Alter. So, was wollte ich machen? Ich wollte gucken nach... Hanf? Kein Hanf? Alter, jetzt brauche ich auch noch Glas, ne? Ja, jetzt muss ich wirklich in den Osten. Nach drüben. Hier die Insel. Wo ist dann hier die Quarzmacherei? Da unten. Da unten muss ich mich ansiedeln. Da gibt's auch Eisen, da kann ich auch Werkzeuge produzieren. Kohle gibt's da, alles. Quarz. Wir haben Bombe. Bombenland da unten, da muss ich hin. Dann belade ich doch schon mal mein Schiff. Ich habe jetzt erst gerafft, dass man die Felder um die Plantagen auch selber setzen kann. Wie man das will. War mir gar nicht klar. Macht manchmal Sinn, ne? Ja. Generell, glaube ich, kannst du sehr viel effektiver zusammenknallen. So, wie viel braucht das? 12. 12. Hm. 12, 12. Bauernhaus. Ach, deswegen habe ich auch die ganze Zeit so wenig Holz, um meine ganzen Hütten hier upgraden. Dann, also,
Jetzt gerade nicht, aber manchmal. Bei mir auch gerade nicht, weil ich gerade alles Holz weggepackt habe. Alter, wie sie feiern an der Kneipe, ey. Alter, das ist eine richtige Orgie. Bombe. Und der dicke Wirt steht da und haut sich einen Humpen nach einem anderen in die Fresse. In der Fresse. Alter, voll von der Tasche geklackt. und die Häuser steigen auf. Guckt hier, Leute. Der Wirt haut sich einen Humpen nach dem anderen in die Fresse. Jawoll, Alter. So genießt man. Ah, sehr schön. So. Wie sieht's hier aus? So genießt man. Ah, geil. Wir müssten uns ja mehr Leute zugucken, ne? So lustig wie wir sind, ne? Ja, wenn man das so denkt, ne? Na, wahrscheinlich hört sich das alles nur in meinem Kopf lustig an. Ja, und in meinem aber auch. Ja, weil du lachst, ne? Ist geil. Geil. Ist geil. So, warte mal, die brauchen aber auch noch. Ach, die brauchen ja auch Most. Ach. Diese Kacke immer, dass die immer alles haben wollen. Guck mal, weil sie da so hart am Feiern sind, baue ich denen erstmal Blumenrabatte dahin. Kann ich auch so. Ach nee, das ist ja auch bescheuert, was ich hier gerade treibe. Bin doch einfach gar nicht fähig, dieses Spiel zu spielen. Warum schon, denn? Ja, so wegen der Intelligenz. Ja, aber du bist doch schon weiter, als ich das bin, Tour. Das liegt auch an der Intelligenz. Ach so, hast du recht, ne? Ist da mein Schiff schon hier unten? Nee, das fährt da gerade hin. Wo ist denn das zweite Schiff? Ach so, das holt bei dir. Was da für ein Pferd? So Pferde. Deine Mutter ist ein Pferd. Oh nee, das war gemein. Deine Mutter ist gemein. Guck mal, Plusbilanz läuft. Patricia zieht ein. Guck mal, Beste. Machen wir das dann so hier. So. Straße. Zack. Dann brauchen wir nur noch eine Kirche. Und du machst jetzt erstmal Bier-Brot-Produktion? Ja, noch nicht. Erstmal will ich, dass die Insel hier, auf der ich das machen will, dass die nicht im Minus landet. Wenn ihr auf jeden Fall jemanden sehen wollt, ne, der viel besser spielt als ich und viel schneller ist, dann guckt beim guten Coda 2K rein. Oder Humpertan. Ich hab mich gerade gefragt, mit wem du redest. Ja. Ich nehme ja immer noch auf. Ja, ich auch. Wieder ja. Scheiße gebaut hier. Was will er denn hier? Hanf, da Eisen. Junger Mann. Da, komm. Oder da? Da? Nee, da, wenn dann. Ach, diese Schwierigkeiten hier. Naja. Was macht die Insel jetzt hier? Was will denn der hier eigentlich? Auftrag. Ich kann jetzt keinen Auftrag machen. Was? Ihre Siedlung ist. Macht jemand den Auftrag? Ja. Nee. Der Magde macht du ihn. Ich war wohl zu voreilig. Einer ihrer Betriebe. Salam alaikum. Gut gemacht. Junge, ich will doch nur das scheiß Menü sehen. Ich kriege hier 1000 Nachrichten. So. Zu viel Werkzeug. Meine Steinmetze arbeiten zu langsam. Deine? Ja, irgendwie schon. Meine nämlich auch. Ich glaube, ich mache nochmal so ein zweites Ding. Ja, ich habe auch schon ein zweites Ding. Die sind immer noch so langsam. Ich habe halt nur ein Ding. Was hast du denn da für Leute, die angelacht? Ja, keine Ahnung. Patricia oder so. Sind Frauen mal wieder, ne? Die können ja gar nichts. Alter. Bist du schon Kackscheiße. Echt, ey. Könnte ich ausrasten. Ich nicht. Auch Wohnhaus aufgestiegen. Da ist schon wieder eine Patricia eingezogen. Marc, und wie sieht's bei dir aus? Wo ist denn hier? Da oben ist er. Hat der denn schon? Der hat sogar hier den Raubritter am Schlüssel. Aber noch keine Patricia. Was war das denn gerade für ein Soundeffekt? Wo ist denn der Marc eigentlich? Ich sehe den gerade. Ach, da. Marc, stehst du im Bunde mit dem Raubritter? Ja. Penner. Wer ist denn der Raubritter? Ja, der hat so eine Raubritterburg bei sich auf der Insel. Achso, aber die war ja logischerweise schon vorher da. Und Bärenhöhlen hat er da. Ja, weißt du, was man damit machen kann, Marc? Ja, Bären fangen. Ja, aber wie denn? Ja, im Jäger. Bogen. Und wo kriegt man den her? Weißt du, Patricia ja, muss vielleicht. Nö. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch Oha. Bestimmt kein Ärger. Ich Bettler. Schwör's. Ich nehme die Bettler.
fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Ein Armenhaus. Leben hier wird uns noch alle in den Ruin stürzen. Ist das jetzt... warte mal, jetzt habe ich das in das normale Schiff geladen. Ist das eigentlich egal, wenn ich da so einen normalen Kontor hinbaue? In Afghanistan unten. Ja. Jetzt wollen die hier... Ein Mitspieler. Ein Haus. Nur für uns Bäcker. Ein Haus. Nur für uns. Jetzt muss ich für die scheiß Bettler eine extra Kirche bauen. Jawohl. Quasi eine Armenkirche. Ach. So. In Armenkirche. Arm sagt man doch in jeder Kirche. Boah, ist doch nicht wahr, ey. Oder auch sowas von. Häuser sind's? Ach ja, die Werner sind's. Ich hab einfach Bilanz von 185 plus. Was geht denn ab? Ich hab fast 400 plus. AMK. So. Kann ich ja hier auch die Kirche hinstellen. Zack. Dann werden das nämlich auch Bürger. Und dann werde ich reich. Kein Holz mehr. Einige Bürger sind in ihre Stadt gezogen. Wohnhaus aufgestiegen. Beste Leben. Schön 60 plus Insel. Leben nur alte Menschen. Muss man den ganzen Wald hier abholzen. Ups. So. Gott. Dann kann ich hier alles voll Weizen knallen. Ihr habt ein grandioses Gespür dafür, was wir uns wünschen. Ja, hier oben läuft's, ne? Was ist denn hier eigentlich? Hä? Jeweils 40 Battle-Rechte gewähren ein zusätzliches Bürgerrecht. Was soll das denn heißen? Also wenn ich mehr... Ach, jetzt verstehe ich auch endlich, warum die, die Bürger oft nicht aufsteigen und so. Warum? Weil du nur eine begrenzte Anzahl scheinbar haben kannst. Du brauchst hier, du brauchst hier wirklich Bürgerrechte. Und wenn du Bettler zu dir holst, kriegst du zum Beispiel mehr Bürgerrechte. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wenn ich das richtig verstehe, zumindest. Das ist okay. Ich dachte, du bist so doof, um das zu verstehen. Ja, ist ja auch so. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht. Oh, was passiert hier? Hier baue ich jetzt erstmal Litschi-Farmen hin. Was? Litschi-Farmen. 2,50. Ist doch schon mal gut. Jetzt kriege ich auch wieder ein bisschen Geld rein hier. Geiles Geld. Aus wird gespeichert. Mann. Wie viele Meisen das jetzt eigentlich? Jetzt gehe ich langsam in der Minus hier. In der Minus. Warte auf Mitspieler. Ja, bei wem speichert das dann immer so lang? Ja, was weiß ich. Ich glaube, Marc hat einen Klo-Rechner. Der hat fast genau denselben wie du. Ja, aber. Nein. Ist ein Klo-Rechner. Trust me. Erstmal hart verdattelt hier. Mit Datteln? Ja. Dann kann ich hier unten auch Wohnhäuser hinkloppen. Dann geht's hinter schon mal besser. Oha, wieso haben die denn hier eigentlich so wenig Kleidung? Das ist natürlich schlecht.
sogar ein bisschen mehr Hanf machen hier. Kann ich eigentlich aus hier? Ja. Das war doch wieder dumm. Ja, richtig. Danke. Bitte, yo. Wenn man vom Wort Oligarch ausgeht, könnte ich mein Schiff auch Garch Fock nennen. Was? Oder Oligarch. Oligarch Khan, was weiß ich denn? Olokan kannst du nennen. Ja. Ihre Wasservorräte werden knapp. Eine Insel, da ist eine Insel. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Aha. So, dann sieht er sich jetzt hier unten erstmal die jungen Männer an. Der anonyme Joker. Jetzt gehst du erst angezeigt hier. Was dann? Ja, da kam ja gerade die Meldung, dass du jetzt hier eine Siedlung hast. Geil, ne? Das ist eine hübsche Siedlung, oder? Also ich finde sie wunderschön. Danke. Hätte ich was gesagt. Hier rum? Ja, hier steigen sie alle auf. Das ist doch auch schön. Naja, so. Oh, Lars, ich... Jawoll! Mein Beileid. Beste. Nee, keine Bauernhäuser hierhin. Hab ich. Boah, jetzt kann ich Stadtmauern bauen, da muss ich mich dann auch mal bald drum kümmern. Damit die Stadt auch schön aussieht, mit Mauern drumherum. Im Osten damals auch so gemacht. Das war richtig schön dann. Ein Eiland wurde gesichtet. Ja, die haben ja nur quer durchgezogen, ne? Und du machst ja außen rum. Ja, ja, richtig. Damit keiner genau abhauen kann. Genau. Oh, ich habe eine Angelegenheit unterschätzt. Was du wohl? Für den Quarzabbau, ne? Brauchst Quarz? Du Orient-Action. Wo ist das dann? Ziemlich viel. Hier unten ist zum Beispiel. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen einkacken gehen. Bei da musst du Verbündeter des Scheichs sein. Das ist schon ganz schön viel auch, übrigens. Du musst auch mal wieder mit dem ein bisschen handeln. Fällt muss mir gerade so auf. Auch mal ein bisschen tun. Damit ich dann Glas produzieren kann. Ja. Hier oben steigen sie immer noch wild auf. Ja, hier oben blüht auf jeden Fall das Leben, ne? Ja, wo ist denn hier meine andere Webstube? Ach da. Irgendwie klappt das gerade nicht mehr mit der Kleidung hier bei mir. Das war natürlich jetzt dumm. Wie immer. Was ist das? 3. 3. 1. 2. 3.